Jedes Fernrohr, Herr Buntigam, ist auch eine Zeitmaschine. Warum? Stellen wir uns vor, ein Stern explodiert, der 10.000 Lichtjahre entfernt ist. Dann braucht ja das Licht 10.000 Jahre, bis es bei uns auf der Erde ankommt. Das heißt, es ist schon steinalt, bis es bei uns ist. Das heißt, es kommt an, kann man dann vielleicht wegschmeißen, weil es schon hin ist. Nein, wir sehen den Stern nicht, wie er heute ist, sondern wie er vor 10.000 Jahren war. Das heißt, wir können in die Vergangenheit schauen. Das ist das Tolle an der Astronomie. Das heißt, da muss man sich auch merken, wenn man in die Sterne schaut, schaut man immer in die Vergangenheit und nie in die Zukunft. Das ist... Ja. Unterschied zwischen Astronomie und Astrologie.